Wer bist du eigentlich? Komm her. Noch mehr Bomben? Du hast schon genug. Ja, stimmt. Brauche ich auch nicht. Bomben. Eigentlich sind die relativ unnütz, so im Kampf. Am Anfang waren die echt gut und so. Aber jetzt mittlerweile benutze ich die gar nicht mehr, weil wenn ich... Ja! Ja! Stell dich nicht im Weg. In den Weg. Im Weg, könnte ich natürlich auch sagen. Ein einsames Häuschen, ein einsames Häuschen. Und oh, was seid ihr denn? Oh, was seid ihr denn? Oh, ihr seid ganz fix. Ich habe mir meine Videothek vom Winde verwählt. Auf die Videothek? Was zum? Wieso gibt's hier Videotheken? Mein Leibgericht sind Windbeutel. Ha! Wind, versteht ihr? Windia Windbeutel. Ja, das ist, ja. Verlassen wir dieses Haus, sonst muss ich leider jemanden töten. Okay. Der hat nicht viel entwickelt, gleich mal einen mega lustigen Tag, als ihr das eingefallen ist. So, versteht ihr? Windia Windbeutel. Ey, Leute! 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 Ja! Wenn nur der Wind aufhören würde. Aber dann hieß eure Stadt zu Unrecht, Windia. Ja, wir brauchen den Möbius. Und der ist in Spencers Höhle. Aber Spencers Höhle ist einfach mal instant eingestürzt. Also so richtig brrr, so unwiderruflich eingestürzt. Okay, was ist hier oben? Da können wir rüberspringen da oben. Und da ist sowas Lustiges zum Ranhangeln. Machen wir das mal. Springen wir da rüber, um zu sehen, hier ist ja gar nichts. Toll. Super. Ist ja echt nützlich. Aha, da ist auch was zum Runterspringen. Nee, okay, schade. Schade, schade. Naja, okay. Da hinten geht's aber lang. Jo, da können wir uns drüber hangeln. Hallo, wer bist du? Gib uns Geld und Macht, sonst... Das böse Leben ist unnötig von hier. Das ist schön, dass es da lebt. Hoffentlich fühlt es sich auch wohl. Wollen wir es mal besuchen kommen? Also, das Böse... Ja. Aber nein, wir gehen erstmal auf den Berg, den Kalia meint. Kalia meint ja, Berg. Oh, hm. Na gut, da oben können wir gar nicht hin, sehe ich gerade, weil die Regenbogenbrücke hier kaputt ist. Aber jetzt können wir nach rechts, das ist gut. Und das ist der besagte Berg scheinbar. Windtempel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schade. Ich dachte, das klappt so Zelda, Ocarina of Time-mäßig. Oder überhaupt Zelda-mäßig, sich an Truden lang angeln mit Etterhaken. So, was bringst du uns? Heiltränke. Super, wunder, ultra schön, nett, genial und. Yep. Das war's? Das war's? Hey, Windtempel, da war. Na, egal. Egal. Okay, Leute, gehen wir weiter zum. Was auch immer das gerade eben war. Zum irgendeinem Berg. Berg. So. Immer sind Städte irgendwie in Not und wir retten sie dann immer, indem wir die Ultrawächter killen und den Kristall befreien. Okay, Sturmberg, das sieht schon mal einladend aus. Und der kommt mir so bekannt vor. Der sieht ein bisschen nach dem Berg am Anfang aus. Also ganz am Anfang, ihr wisst schon. Ganz, ganz am Anfang. So Back to the Roots mäßig. Da will ich nicht rüber. Da kann ich auch gar nicht rüber, sehe ich gerade. Da ist nämlich auf der anderen Seite kein Holzpflock gewesen. Bam, 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 bam. Hallo, was bist du denn für einer, mein Freund? Ach, ihr wieder! Leute, nun kommt ihr auch wieder zurück! Da freut mich aber, euch zu sehen! Und denn, jetzt kann ich auch mal an euch meine neue Aura ausprobieren. Ach, sie ist immer noch auf automatisch gestellt. Na gut, Luft ist schon mal nicht ihre Schwäche, das weiß ich jetzt. Danke, Phobia. Kalia, du hast deinen Auftrag erfüllt. Jetzt lass mich gleich wieder übernehmen. Komm her, ich zeig dir mal, wie das geht. So. Bam, boom, bam, boom. Oh, sie starren mich an. Warum habt ihr sowas? Ihr seid scheiß Echsen! Ja. Egal, warte mal, nee, Sushi, Christine und Kalia, ich hoffe einfach darauf, dass du so ein Vieh One-Hit-KO'n kannst. Nein, natürlich nicht! Scheiße! Na, verdammt, wir können die Gegner nicht mehr One-Hit-KO'n, das heißt, die Laufkampf etc. Metzel, Schnetzel, Hetzel-Gebiete werden jetzt immer länger und länger und länger und länger! Und ja, mal schauen. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich für dieses Spiel noch brauchen werde, weil... So langsam, man merkt es wirklich, nähern wir uns immer weiter dem Ende. Also langsam, wirklich langsam. Es kommt auch eine Menge, glaube ich. Also, aber ich weiß nicht, ob ich so am Wochenende nächster Woche, also in so einer Woche ungefähr, könnten wir schon langsam uns auf das Finale zu bewegen. Mein Gott! Dann wird's episch, dann hauen wir alles kurz und klein, was uns in den Weg kommt, weil wir dann noch viel, viel, viel mächtiger sein werden. Und hoffentlich haben wir immer noch Kalion unserer Seite. Wehe, boah, ich will gewisse Leute, dessen Namen hier nicht genannt werden darf, dürfen, möchte ich hier nie wiedersehen oder erstmal nicht wiedersehen, jedenfalls. Na, komm doch. Da oben steht ein Knochenvieh. Das wird der richtige Weg sein, weil
Naja, ihr wisst schon, ihr kennt die Logik. Bewacht, gleich richtig. Und ich habe vergessen, ja, habe ich. Na egal, ihr seid ja eh anfällig gegen den Luftfluch. Und nicht gegen die tolle Aura von mir. Deswegen setze ich mit beiden den Luftfluch auch mal ein. Das sieht dann so aus. Bam, jetzt ist sie tot. Hoffe ich. Na? Gut. Das beruhigt. Aber ich habe einen Zaubertrank vergessen. So, Rucksack, Zaubertrank, Boom, Scam, Boom, Bam, Boom, Chick, Chuck, Chum, Zam, Bam. Okay. Da sind links wieder neue Gegner. Und da sind auch neue Gegner. Und das ist so überhangeln und rüberspringen. Und da oben, was ist das denn? Ah, Moment. Ich glaube, das ist ein Gegner, an den ich mich schwach erinnern zu glaube. Was habe ich hier wieder für eine Grammatik? Ist egal. Qualenfürst. Oh, ihr seht gruselig aus. Oh ja. Ihr seid die Nachfahren der Blutfürsten. Oder wie sie hießen. Blutfürst, Fürst, Blag, Gargamel. Ach ja, gut, ich dachte, das wäre der Augenzauber. Aber darf ich jetzt bitte? Yes, yes! So, ich mache den Rest, Kalia. Leg dich zurück und zieh zu, wie die verrecken! Sie verrecken nicht! Warum nicht? Oh, das ist so nervig, dass sie dich heilen können, oder? Leute, ohne Witz. Aber egal, wir haben Felsen auch. Ja, genau. Boomska! Und jetzt, scheiße, jetzt ist die Felsen auch vollkommen unnötig gewesen, weil das Vieh eh überlebt hätte. Nein, wäre es nicht, es hat sich geheilt. Okay, super. Alles bestens. Aber die Nebel auch weiter ausreichen. Aber, ach nee, die kosten ja alle gleich viel, die Augen. Ja, gut. Gut, gehen wir runter einfach mal und schauen, was auf uns wartet. Denn wir laufen irgendwie im Zickzack. Ich will nach oben zu dem Vieh, was da war. Aber ich darf nicht, weil... Na komm doch her, Blutgräfin, Fun, Fun. Lachen wir ans Fäustchen. Cosma, Kosmos, mein Cosma, genau. Zu viel Golden Sun gespielt oder was? Nee. So, Golden Sun auch übrigens, ach, ich liebe Golden Sun. Yeah, einer meiner Lieblingsspiele mit Mystic Quest Legend auch, yeah. Weil ich dieses Spiel, wie gesagt, vor langer Zeit erst das letzte Mal gespielt habe. Aber naja, deswegen... Liebe ich es trotzdem noch genauso wie am ersten Tag. Ich mag es noch genauso wie am ersten Tag. Ich mag es noch genauso wie am ersten Tag. Ja, ja. Hallo, mein Freund. Guck uns nicht voran. Staun dich an, das ist ja schnell zu Ende. Siehst du, und schon musst du nicht mehr leiden. So, unten sieht nicht so aus, würde es da weiter gehen. Aber da geht's weiter. Oh ja, da geht's weiter. Nee, Quatsch, geht's gar nicht. Scheiße! Okay, wir müssen runter. Für so eine scheiß Kiste da oben, wo dann nur wieder Heil- oder Krafttränke drin sind. Nö, da kämpfe ich nicht extra. Ich will Kämpfe tunlichst vermeiden, sofern es möglich ist, sie zu vermeiden. Down, 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 down. Und wir bewegen uns auf dünnem Eis. Und wir bewegen uns vor allen Dingen auf lustige kleine Skelettknochenköpfe zu. Du greifst an. Natürlich greife ich an. Wer denn sonst? Erstschlag ist mir garantiert. Und mein Erstschlag bedeutet euer Untergang. Denn guck mal, was ich kann. Wuschka! Ihr seid tot. Nee, warte noch nicht. Aber jetzt. Es ist so ein schönes Gefühl. Da-da-dam. First Round Chaos sind die besten. So, und wir gehen da hoch. Und bitte. Nix. Yes, kein Gegner. Okay. Super fantastic. Und wir sind auf einer zerstörten Brücke gelandet. Da unten ist das Vieh, aber da oben geht's auch lang. Ah, wollen wir nochmal schauen. Schauen. Magie. Felsen Aura. Und du greifst nochmal an. Weil die Viecher genau das können. Das nervt so. Warum könnt ihr euch heulen? Warum leben überhaupt Wassertiere auf einem hohen Berg ohne Wasser? Egal. Oh, Leute. Wow, cool. Sie hat mir nichts ge... Wow, ich widerstehe der Attacke. Ich widerstehe irgendwie jeder zweiten Attacke. Keine Ahnung. Ich bin Ultra geworden. Da, Leute! Hätte ich jetzt angreifen dürfen, wären die tot. So, jetzt überlebt wieder einer von denen, weil sie scheiße sind. Guckt ihr mal, wie die aussehen. Ich hasse diese Viecher. Aber es sind alte Bekannte, also will ich mal nicht so sein. Oh, Leute. Seht ihr eigentlich nicht ein, dass es hoffnungslos ist? Ihr könnt nichts machen, ihr könnt nichts tun. Bams. Oh, ich habe mit der Kralle angegriffen. Ups. Ups. Egal. Hat gereicht. Bam! Oh yeah! Und oh yeah! Double yeah! Kiste! Hallo Blutfürst, greif! Graf of Destiny, Zerstörung, Destruction. Okay.
Aber mal schauen, eine Roadkiste, was könnte da noch drin sein? Also uns fehlen noch ein paar Rüstungsteile. Sonst eine Aura, aber wir haben gerade das eine Aura bekommen. Ich glaube nicht, dass jetzt direkt wieder eine kommt. Also direkt im Anschluss, das wäre krass. Oh, Marcel, cool. Marcel. Was machst du? Wie stark bist du? Ja, du bist doch... Feuerresistent bist du auch, das ist gut. Sehr gut. Yeah, wir haben einen neuen coolen Helm gefunden. Da links geht's auch lang, aber nee. Ich muss nach links lang. Fuck. Okay, schaffen wir die Viecher noch? Wenn sie zu dritt sind, nein. Wenn sie zu zweit sind, ja. Na, sie sind zu dritt, aber anders zu dritt. Aber ich schaff's trotzdem nicht mehr, weil ich glaube, ich habe kein Dings mehr. Nein, habe ich nicht. Fuck. Okay, Leute, wieder so eine scheiß Stelle. Aber ich muss mich von euch verabschieden. Ich habe nur noch 20 irdische Sekunden Zeit, um den Namen ins Buch einzutragen. Nein, aber ich habe nur noch 20 irdische Sekunden. Jetzt nur noch 15 irdische Sekunden Zeit, um den Kampf zu beenden. Um mich zu verabschieden. Okay, und das schaffe ich nicht mehr, deswegen sage ich jetzt... Wir sehen uns in dem Kampf morgen wieder, freitags. Also, bis dahin sage ich tschüss, Leute. See you.